Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Götterdämmerung. Wir haben letztes Mal ultra big gegrindet, damit wir. Ja, das wird wahrscheinlich jetzt schwierig. Das Schwert halt hier, ne, auf dem Rücken anziehen können. Hier ist das Ding. 270 Klingenschaden. Ich habe es letztes Mal schon ausprobiert. So eine Bombe ist es irgendwie nicht. Dafür, dass da echt ziemlich viel Klingenschaden steht. On top sieht es halt irgendwie auch aus, leider wie ein Einhänder. Und wir haben echt nicht so die Range. Das geht jetzt so ein bisschen Hand in Hand, dieses Argument. Ja. Aber gut, ne? Wir haben es gemacht. Wir sind auch, so oder so sind wir stärker geworden. Ich würde sagen, jetzt machen wir einfach mal was Schönes. So, im Vergleich zur letzten Folge. Wir gehen heute jagen, ne? Aber nicht nur irgendeinen Rothirsch-Scheiß oder so. Nee, irgendeine fette Bestie. Irgendein Biest, keine Ahnung. Also es. Soll eine größere Sache sein. Töte die Bestie. Das machen wir heute. Keine Ahnung, was auf mich zukommt. Angeteasert wurde es groß, weltbewegend und die Schlacht danach soll auch sehr, sehr groß sein. Wir bleiben gespannt. Jetzt haben wir hier für die ganze Nummer genau Karte des Beschwörers paar Standorte geliefert bekommen. Naja, also wenn wir schon in Ardea sind, würde ich, hör auf, mir ins Ohr zu gehen, würde ich halt gleich mal einfach nach Redok gehen, oder? Das wäre jetzt ein bisschen langweilig, wenn das schon direkt der Call wäre, aber gut. Ich weiß gar nicht, wie die das, also woran die das ausmachen, ob das wirklich so ist, dass du eigentlich erst an alle Orte musst und dann erscheint es halt einfach beim letzten. Das hätte ein geiles Jagdgefühl. Wir sind aber in Gothic. Ich glaube, wenn du halt durch Zufall einfach zum richtigen Spot läufst, dann ist es da halt auch einfach. Okay, ich muss immer wieder auf die Karte schauen. Redok. Oh, wir sind ja irgendwann hier stuck gewesen, ne? Ich glaube zwar nicht, dass das Vieh jetzt halt in diesem letzten Piece Höhle ist. Aber ich würde es jetzt mal nicht ausschließen. Ich weiß ja gar nicht, wie groß die ganze Nummer wird, ne? Aber hier ist schon wieder ein Wolf. Du wirst es ja wohl auch kommen sein, ne? Hab irgendwas stapfen gehört, glaube ich. Warte mal, jetzt hauen wir dich erst weg. Also, wir haben so eine Bombenwaffe, ne? Und one-hitten die einfach noch nicht. Sehe ich ja irgendwie gar nicht ein. Wir laufen mal weiter, falls es doch irgendwie halt dort hinten sein sollte. Keine Ahnung, wir sind auf der Jagd, ne? Aber ich höre irgendwas Schweres. Auf jeden Fall. Gut. Gut, das ging ja schnell. Uralte Bestie. Warte mal, was? Das ging ja schnell. Alter, bin ich jetzt gar nicht vorbereitet. Okay. Ja, klatsch mal's weg, das Vieh, ne? I doubt it. Das wird uns weghauen. Nee, aber vorbei, mit Gift können wir hier vielleicht kurz arbeiten. Wirkt schon mal gut. Ach du Scheiße, da dürfen wir uns was einfallen lassen. Der wird witzig. Sag mal, wo ist denn eigentlich die Armee von vorletzter Folge? Wenn wir vielleicht mit denen da einmarschieren würden, dann. Boah. Wie macht man das jetzt? Sag mal bitte, was ist das für ein Zufall, dass wir hierher kommen und es ist direkt einfach hier? Ich hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt, ein bisschen suchen zu müssen und nicht einfach nach 3 Minuten die Bestie schon zu finden. War ja eine geile Jagd an der Stelle. Also, okay, ich hätte einen Weg, wie wir es ziemlich einfach wahrscheinlich wegklatschen. Und zwar einfach mit Brandpfeilen wegkiten. Vielleicht holen wir uns einen Freund. Wann bist denn du wieder aufgestanden? Dich hatten wir gerade nicht. Ja, wir machen jetzt hier erstmal alles platt.
Gut. Jetzt du. Ich sollte vielleicht keinen Ansturm machen. Und flatsch! Nicht One-Hit. So. Nun denn, holen wir. Wir haben doch einen Golem beschwören, oder? Vielleicht an der Stelle wäre es das jetzt einfach. Sag mal, haben wir hier ein Bettchen? Ja, würde ich mitnehmen. Okay. Hm? Ich speichere hier mal, ne? Das erste Mal abkratzen. Beziehungsweise das zweite Mal abkratzen, das wird halt passieren. 110 Mana kosten, da die sind aber drin. Naja, die sind drin. Okay. Ja, ein Golem beschwören. Ein fettes Biest gegen ein fettes Biest, Ist eigentlich nur fair, würde ich sagen. Hast Bock? Schaut's aus. 9. Wir brauchen immer noch. Armbrust, Gesundheit, beziehungsweise halt den Skill. Ja, weil der macht halt nichts, ne? Ja, Bogen aber echt einfach viel besser. Wegen den Brandpfeilen allein schon. Na? Und Angriff! Warte mal, warte mal, warte mal, was machst du? Ich dachte mir schon so, was ist mit ihm jetzt? Halt, wieso kommen da Blitze? Gut, dann wäre das mit dem Kiten halt auch nichts geworden, einfach, ne? So, wir geben ihm Dicken in den Rücken und noch einen Dicken in den Rücken und noch einen Dicken in den Rücken und noch. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, was? Gut. Es wird schwieriger hier, als ich gedacht habe. Fuck. Ich kann da ja nicht mehr flüchten. Okay. Was ist denn hier los? Was ist denn jetzt hier los? Okay. So, dann holen wir uns erstmal einen Golem. Ich glaube, das war schon mal eine ganz gute Sache. So. Wir sind dekadent mit den Mana-Tränken. Bist du böse? Ich meine, steht ja eigentlich im Namen, ne? Komm. So? Ich weiß nicht, ob es die macht. Für die Troglodyten. Ne, die wird es nicht machen. Die wird es nicht machen. Ich kann es mal reinpacken, aber die wird es nicht machen. So, you ready? Zack. Zack. Alles gut. Na komm. Drecksvieh. Alter Shepard, das tut schon weh, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lauf. Was ist, wenn wir den hier bekämpfen? Kommen die dann einfach gar nicht erst? Ja, gut. Oder kommen die einfach ab Half-Life oder so? Ich probiere mal Böses vernichten, weil da steht halt schon böse im Namen. Also, ne, es ist uralte Bestie. So. Jetzt ist die Scheiße am Dampfen, ne? Jetzt ist die Scheiße am Dampfen. Ah, perfekt, die kommen da. Ja, natürlich. Das war ja saudumm gerade. Oh, der Golem ist weg. I guess. Nee, der ist wirklich weg. Der hat ihn nicht einfach zerlegt, der ist weg. Einfach weg. Ach, komm. Wir haben halt keinen weiteren Golem. Was macht man da jetzt, ey? Das wird nichts. Boah, war der schlecht. Das sieht gar nicht gut aus. Tja.
Outplayed, oder? 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 Boah, dann machen wir aber halt nichts, ne? Das Vieh wird gleich wieder irgendeinen Blitz vom Himmel regnen lassen. Ja, jetzt gedacht. Okay, nee. Ohne den Golem wird es nix hier. Ich pull den eher rein, glaube ich. Weg von den Troglodyten. Böses Vernichten war an der Stelle jetzt irgendwie nix. Glaube ich, können wir uns echt schenken. Naja. Passt. Wir gehen einfach mit dem Golem drauf. Ich hack zweimal rein und dann ziehe ich durch. Und dann... Nein. Oder? Zweimal ging letztes Mal noch, ne? Ja, erst müssen wir natürlich wieder den Blitz fressen. Wobei, gar nicht mal, oder? Doch. Der kommt, glaube ich, einfach, wenn du Fernkämpfer bist. Ich bin stuck. Ich bin tot. Okay. Ist ein bisschen schlecht gelaufen. Wir müssen erst die Agro verlieren. Vielleicht, wenn ich einfach mal keinen Feuerpfeil drauf schieße. Weil der Feuerpfeil, der ist es eh nicht. Und dann triggert nur der Blitz. Glaube ich, dass das so funktioniert. Komm mal bitte ran. Okay, er hat die Agro. Bitte. Okay. Vielleicht ist der Golem vorhin auch nur verschwunden, weil wir zu weit weg waren. Gegengift, zünden wir uns kurz rein. Wenn der Golem jetzt stirbt, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel Damage der dem macht. Nein. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte nur kurz gucken, wie viel Damage der macht. Gut. Viel. Oh, nö. Alter, was machen wir denn jetzt? Okay, ich muss auf jeden Fall schneller rein. Ich darf kein Leben verlieren am Anfang. Alter, ich mache das jetzt mal anders, weil ich erwarte noch den einen oder anderen Tod, glaube ich. So, speichere ich so ab. Und nochmal, wir casten ihn. So, nochmal drauf. Gut, was macht er jetzt? Unfair. Das waren unfaire Mittel. Oh nee, jetzt ist der genau hier drin. Ja, keine Chance, oder? Wenn wir einen Hit landen, kommen die Viecher, oder? Hä? Ja, jetzt ist es komplett doomed. Ja, die kommen halt. Wir müssen rein. Ich muss an denen vorbeirennen erstmal. Es wird aber halt nichts, ohne nicht vergiftet zu werden, ne? Okay, jetzt ist nicht die Zeit zum Geizen. Weg mit dem Fleisch. Okay. Ich muss an ihm vorbei. So Bock, ne? So, warte, ich will mich jetzt nicht irgendwo hin glitschen lassen. Mann! Bitte, lauf. Oh, das wurde leider nichts.
Troglodyten sind halt trotzdem am Start, ne, wenn wir jetzt angreifen. So, rein. So, einen können wir machen. Noch keine Troglodyten. Oh, 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 oh. Ja, ja, wegpullen, 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 wegpullen. Nein, die kommen trotzdem. Die kommen trotzdem. Ah, ganz schwierige Nummer. Oh, die kommen halt. Jo. Okay, noch eine andere Idee. Der ist schon, der ist gut. Ja, muss ich ihm Chapeau an dich? Muss ich ihm lassen? Ich auf den Sack, Junge. Wir machen jetzt maximale Distance zu Troglodyten. Er ist weg. Einfach besiegt. Ne, da hinten backt er an der Wand. So, wir sind jetzt hier. Ist wahrscheinlich gedacht, dass man den eigentlich dort hinten fightet. In der Falle. Aber so sind wir nicht. So. Nee, 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 lass ihn mal. Nee. Lass ihn raus. Oh. Idiot. Er hat die Mechanik an der Stelle einfach nicht verstanden, muss man sagen. Oh, Junge. Ich hasse das Spiel manchmal vereinfacht, wegen diesem Feedback, wegen diesen Hitboxen. Ich bin hier, ich glitch hier komplett weg. Ich kann nichts machen. Hier, schaut es euch an, als imagine, die Klinge würde durch den Körper gehen. Wisst ihr? Ja, es ist ja einfach dumm. Es ist ja... Nein, 8, 8, 8, 8, 8! Er hängt im Kasten. Oh, jetzt kommen die Drecks. Oh, Mann. Ja, imagine, Freunde. Imagine, Freunde. Wir bekommen die jetzt down. Oh, wir hatten eh keinen Dingstrank mehr, ne? Kein Gegengiftstrank. Wow. Mal geschmeidig, Jungs. Ja, ich. Nee. Voll nicht? Hä? Also der würde bestimmt so gut kommen, ne? Ich muss es nochmal so machen. Ich muss es echt nochmal so machen. Oh, vielleicht schaffen wir es sogar ohne einen Hit zu nehmen. Ja, ja. Ja, ja, ja. In die Stadt locken wäre die andere Alternative, ne? Dann würden wir ihn bestimmt schaffen. Lebt zwar keine Sau mehr danach, aber egal. Quest done. Na komm, hm? Na komm, Dicker. Boah, ich glaube, also wenn wir den bis halbe Stunde nicht gelegt haben, dann wird er in die Stadt gezogen. Ich bin gespannt. So. Jetzt muss der Golem nur noch die Mechanik checken. Ja, du musst raus hier, uralte Bestie. Aber er macht fair. Gehen wir auf Fernkampf, geht er auf Fernkampf. Ganz einfach. So. Ganz kurz. Okay, der klebt uns am Arsch. Hier hoch und jetzt casten, 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 casten. Okay. Ah, das scheint nicht ganz aufzugehen hier. Ich bin stuck. Ha!
Schlägt er uns jetzt oder nicht? Der klebt, ne? Und noch viel mehr als er hier klebt unser Golem. Ja, Digga. Also, okay. Ich sag's euch, halbe Stunde. Dann ist die Stadt an der Reihe. Dann ist die Stadt an der Reihe. Mir rotz egal. Wisst ihr, so viel hin und her ziehen, ne? Dafür, dass der Golem einfach stecken bleibt. Ich muss da so die Mitte finden. Ich muss ihn entbuggen. Und dann aber den Golem noch so beschwören, dass er nicht auf dem Stein backt. Das ist halt Gothic in a nutshell, I'd say. So. Wir kämpfen wie ein wahrer namenloser Held. Komm. Komm. Aber halt Real Talk, was wollen die außen machen? So. Also auf dem Stein backt er. Ich muss ihn irgendwie hier wegbekommen. Ich will nicht dort kämpfen. Ich will echt am liebsten dort hinten kämpfen. Das gibt uns am meisten Zeit. Hört ihr? Boah, bitte sag mir jetzt nicht, dass der irgendwie auf dieser Kiste backt. Oh, danke. Bam. Hä? Wieso bekommt er keine Agro rein? LOL! Das war ja eigentlich Pfeifett gerade. Komm, 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 komm. Sieben, sieben. Oh, ich höre die Viecher. Oh nein, ich höre die Viecher. Mann! Nein, 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 es geht, es geht. Er buggt, das ist gut, das ist gar nicht gut. Boah, wir müssen jetzt erstmal fünf Troglodyten wegschlachten, ne? Ich weiß, wie wir es machen. Wir haben ganz kurz Zeit hier oben. Inventory. So, zack. Zack. Alter. Ich weiß, ist jetzt ein bisschen cheesy, aber I don't care. Ich schieb's einfach auf dieses, dass nicht jeder Schlag trifft. So, jetzt machen wir den hier. Den hier. 7, ich hab 7 geklickt. 7, schnell, 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 schnell. Ja, wichtig. Ach du Scheiße, das wird knapp. Ich weiß gar nicht, ob dann nochmal welche nachkommen, wenn wir ihn weiter damagen. Ich hasse mich, wenn ich dann sterbe, falls ich diese 5 Stück jetzt aus irgendeinem Grund umgehauen bekomme. Okay. Alter, die warten ja nur. Boah, haben wir überhaupt irgendwas gerissen gerade? Ich muss mich auf jeden Fall reindrehen. Die anderen Attacks machen es irgendwie nicht. Scheiß auf die Tränke. Die sind es mir gerade echt wert. Wolleck. Wolleck. Drecksäule, Alter. Boah. Ich glaube, ich muss hier irgendwie weg. Er hat richtig Bock da hinten, ne? Er hat richtig Bock hier hinten. Ich warte nur, bis der Blitz da links kommt, ne?
bin ratlos. Resistenz gegen Gift wäre es halt irgendwie auch schon, ne? Wir haben absolut nichts, was hier groß hilft. Ja, das ist halt jetzt irgendwie ein sehr, sehr kleiner Strohhalm, nach dem ich greife. Giften ging ja nicht, ne? Okay, wahrscheinlich, weil es Vieh selbst vergiftet. Aber verbrennen ging ja auch nicht so wirklich. Ich pull ihn wieder raus. Das sieht fast nach dem letzten Try aus, bevor die Stadt kommt, Freunde. Ich werde das Vieh so hoch pullen an der Stelle. Er macht uns halt auch einfach Free Hit, ne? Also, keine Ahnung. Also, entweder da kommt noch irgendwie eine Rüstung, die 500 auf Schmettern und 500 auf Klingen hat, damit man irgendwie was reißt dann im Spiel. Oder es ist halt einfach zu gut gemeint, gebalanced. Also im Umkehrschluss zu schlecht gemeint. Komm, 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 komm. Okay, ich glaube, ich gehe wieder in die Lagerfeuerecke. Feuerball mache ich jetzt nicht. Ich nehme ihn kurz als Schutzschild. So, warte mal, du willst... Oh Gott. Einen Feuerball. Der wird's gemacht haben. Oh! I see a possibility. Nee, doch nicht. Seht ihr ihn? Gut. Oh, leck. Oh, aber er will dann casten und dann hat... Ach so, stimmt. Ja, warte mal, da war ja was. Den hätten sie mir schon noch lassen. Was? Er hat mich einfach doppelt geschlitzt. Oh. Das ist echt ein schwieriger Moment. Moin. Okay, Akro verloren. Nein. Warte mal, das Vieh ist doch gleich tot, oder? Okay. Jawoll, jawoll. Das gefällt mir. Warte, 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 warte. Let's go. Sie haben es einfach verkackt. Sie haben es. Ja! Oh. Junge. Und raus bin ich aus der Nummer hier. Oh mein Gott. Wir haben es ja so smart geplayt einfach. Oh. Warte, warte. So. Da. Euch holen wir uns noch, weil ich will gucken, ob dieses Biest irgendwie Loot hat. Aber erstmal muss ich hier kurz ein bisschen. Oder warte, wir haben ja gesagt Stadt, ne? Boah, das wäre jetzt bitter. Einfach eine Troglodyten-Invasion an der Stelle. Ja, das können wir uns, glaube ich, einig sein. Die machen wir nicht. Chasen die echt bis zum Mond? Machen die das so? Nee, ein paar hören auf. Okay. Ja. Nee, ich glaube, dann ist das jetzt die Queste für die Folge. Schau mal, wer kommt denn jetzt hier noch? Wie viel haben wir noch? Zwei, drei? Ich finde es natürlich schade, dass ich das Biest nicht selbst erlegt habe, weil am Ende gibt es halt auch nochmal 5K Erfahrung oder so. Wie lange wollen die das machen? Joa. Wenn nicht so, dann halt anders. Bitte.
Na, Jungs, ich gehe auch den chilligen Weg, gar kein Thema. Ist wieder sehr grün, ne? Bin ich wieder durchsichtig? Da unten waren auch wahlweise noch ein paar Orks gewesen. Ja, Männers, ne? Könnt ihr jetzt mal zeigen, was ihr drauf habt an der Stelle? Scheiße, Adia ist gleich so leer. Es gibt was zu tun, Freunde. Ritter. Da sind noch mehr von den Biestern. Viel Schon Spaß. wieder eins von den Viechern. Oh, er geht ja voll rein. Der hat ja, Alter, der hat ja gar keine Angst. Oder hält aber auch aus, muss man sagen. Wieso haben sie den nicht losgeschickt? Ich gehe mit rein. Komm. Komm. So, also so sind wir jetzt nicht, ne? Also diese Viecher machen Geräuschkulissen hier, ne? So, ein weniger. Ein weniger. Oh, wow. Da haben wir wohl ein paar zu viel erwischt. Jungs. Schon wieder eins von den Viechern. Hätte hier ein bisschen was für euch. Schon wieder eins von diesen Viechern. Oh, geil. Oha. Gut gemacht. Haben wir? Haben wir? Unsere Erfahrung? Es mangelt an Ausdauer, meine Freunde. Unsere Erfahrung? So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Das wollte ich nicht. Putsch! Ein Mist viel weniger. Ein Mist viel weniger. Wir haben es ja so smart geplayed einfach. Da, 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 da. Ist nicht passiert jetzt. Ist jetzt nicht passiert. Ganz kurz davor, ja. Ganz kurz vor den Tränen. Alter, es hätte einfach nicht besser laufen können. Ah, ich habe nicht gespeichert. Ich habe einfach nicht gespeichert. Gut, na dann lasst mal ein paar Troglodyten an den Mann bringen hier. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal. So, und ich. Es lief so maschala gut. Okay. Warte, wir haben einen Feuerball reingehauen, ne? Feuerball, 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 Feuerball. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Hier. Hier, nimm. Und zack. So, jetzt die Nummer 4. Och, macht nicht schon wieder den. Sie machen genau den. Jetzt passiert hier auch nichts mehr, ne? Also bei den beiden. Hau ab. Ja, wenn die so auf Bug-Modus sind. Ich muss immer mal wieder nachpotten. Die Troglodytes kommen wahrscheinlich auch gleich wieder. Oder auch nicht. Jetzt zünden wir mal kurz den rein. Bitte. Jetzt komm, niederschrecken die Sau! Jetzt haben wir es selbst geschafft.
Jetzt haben wir es selbst geschafft. Warte mal, und hat er jetzt einen Loot? Der hat keinen Loot. Der hat keinen Loot. Ich nehme dich jetzt so mit ins Dorf, Alter. Hier, komm. Komm! Drecksvieh. Ja. Wartet, wartet, wartet. So. Ja, genau deswegen habe ich gespeichert. Perfekt. Wir rennen ins Dorf, glaube ich, oder? Ich habe da jetzt so einen persönlichen Hass einfach gegen die Viecher. Deswegen gehen wir jetzt mit denen ins Dorf. Die bekommen ihr Fett noch weg. So, warte mal, wir haben hier 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 haben wir. Alter, bitte erwischt mich nicht. Bitte erwischt mich jetzt hier einfach nicht. So einen Ausdauertrank würde ich mir auch nochmal reinzündeln. Ich glaube, vorher haben wir 5 Stück mit ins Dorf gebracht, ne? Kommt, jetzt gehen wir einfach zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da fehlt einer. Einer ist, glaube ich, stuck mit dem Golem. Reicht es, wenn ich einfach von denen weglaufe? Ah, die sind schon ein bisschen schneller. Mir gefällt nicht, dass die sich so aufziehen. Also, dass die Spur hier so lang ist. Oh, der kam aber sehr delayed gerade. Weshalb ich das mache, einfach nur, um die ein bisschen besser rauszupullen. Schau mal, die da hinten bleiben schon wieder stehen. Ich weiß nicht, das ging davor irgendwie ungewollt besser. So, Hopp kommt. Kommt. Wir gehen ins Dorf. Ich habe halt auf die Erfahrung letztes Mal gegeiert, ne? Ich werde auch jetzt wieder auf die Erfahrung geiern. Ich glaube, ich speichere mal zwischendurch, oder? So mit ein paar Troglodyten im Schlepptau einfach mal kurz speichern. Okay. Ich hoffe, da gibt's was Schönes für die Quest. Ja, wobei, 20.000 Erfahrung ist ja schon... Sind wir gerade irgendwie eigentlich 2 Level abgestiegen? I mean, das war schon echt sehr viel Erfahrung halt, ne? Selbst das Biest... Das Biest alleine war ein besseres Ende als Gothic 3. War ja wohl nicht so schwer, da irgendwas einzufügen, was strong ist, oder? Komm, 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 komm. Jetzt nicht schlapp machen. Wir haben einen verloren auf dem Weg. Da sind noch mehr von den Biestern. So, jetzt gehe ich rein ins Dorf. Ich glaube, die haben wir jetzt hier. Die haben wir safe. So, moin Leute. Könnt ihr vielleicht aufhören zu pissen? Das wäre sehr geil. Jetzt habe ich dann das hier hinter die anderen. Da sind noch mehr von den Biestern. Okay, jetzt halt. Es geht los. Ich speichere nochmal. Abfahrt. So. Oha, was? Oh, wie. Hä? Wie schnell? Ja, nee, wir haben auch echt, also es ist noch eine Anfängerrüstung an der Stelle, muss man sagen. Einfach halt noch ein bisschen grinden und dann hätten wir das, glaube ich, auch wieder. Hä, was hat mich denn... Was? Er kämpft einfach mit Marvin. Sau heftig, die Viecher. Die sind einfach so heftig. Da.
Okay, also uns wurde auf jeden Fall 300 Erfahrung schon weggestohlen. So, der ist immer noch auf uns fokussiert. Warte mal, wir gehen einfach mal kurz hier mit rein. Das lief ja beim ersten Mal irgendwie auch besser, habe ich das Gefühl. Komm. Oha, Drecksau. War so safe unserer. Die Musik chillt einfach gerade. Ich pack's ja gar nicht. So, unserer. Aua. Die Musik chillt halt. Real Talk. Alles cool. Komm, 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 komm. Gut, unserer, unserer, unserer. Ich geier so krass diese Erfahrungspunkte rein. Einfach, weil wir halt noch schwere Armbrust 3 lernen möchten. Ja! Das war's mit dir. Du Mistvieh. Noch einer. Haben wir. Haben wir einfach. So, und jetzt ziehen wir uns natürlich auch noch das ganze schöne Cash raus. Eine Keule, 3000. Wir haben 9 von den Viechern gehabt. 2700 Gold. 27.000 Gold. Jetzt macht's Sinn. Oh, schaut mal, da ist ja noch ein bisschen was los. Da helfen wir mit, oder? Junge, du hast irgendwie einen Pfeil im Arsch. Naja, gut. Da sind noch mehr von den Biestern. Elendes Drecksvieh. Gut. So. Speichern. Hätten wir jetzt nur noch 2, oder? Die werden wir jetzt hoffentlich alleine schaffen. Die werden wir alleine schaffen. Und dann, was, wie geht's denn weiter? So, also ich glaube für heute erstmal gar nicht, aber wobei? 18 Lernpunkte. Können wir damit ein bisschen Armbrust teachen? So, ich hätte schon mal Bock. Aha. Der ist nur kurz hängen geblieben. Hier höre ich irgendwie mehr als nur einen. Sage ich euch, wie es ist. Eine Keule müsste, also noch einmal 3000 Gold müssten unten irgendwo verschanzt sein, ne? Da schauen wir gleich nochmal rein. Es hat in der Höhle des Regnens angefangen. Joa, klar. Ich kann das nicht. So. Ist schon essential, diese Tränke. Also hier muss noch irgendwo einer sein. Ich habe doch 9 vorhin gezählt. 7 waren beim Dorf, einer hier, da muss noch irgendwo einer sein. Wenn der immer noch mit dem Golem kämpft, I can't imagine, aber... Ha! Wusste ich doch. Ich höre schon wieder mehr als einen. Ich fühle das Grinden irgendwie einfach nicht von der letzten Folge. Keine Ahnung. Wofür die ganzen Upgrades? Ey, ich bin echt mal gespannt. Ja, wir werden... Oh, ist ein Dreckstag. Wir werden ja bei genug Schmiedekunst... Dann kannst du auch wieder aufhören zu pissen, oder? Hö? Oder ist hier einfach die Farbgebung so? Nee, es pisst einfach durch, seit 4 Tagen. Wir werden hier dieses schwere Rüstungen besser tragen. Ja, es wird einfach nicht mehr schön. Ah, danke. Wir werden das auf jeden Fall lernen. Und ich möchte das sehr, sehr gerne beobachten. Weil normalerweise müsste man dann doppelt so viel aushalten. Aber ich habe irgendwie das böse Gefühl, dass hier so ein Gummiband-KI drin ist. Habe ich letztes Mal schon angesprochen. Einfach so nach dem Motto... Wenn wir stärker werden, wird die Umgebung einfach auch stärker. Das kommt mir so vor. Wir haben Troglodyten vor, keine Ahnung, 10 Folgen oder so schon gelegt. Klar, das sah ultra beschissen aus. Aber ich weiß nicht. Als ob die jetzt immer noch so schwer sind und ich will mein Fleisch haben. Also immer noch so schwer.
Da! Da! Einfach aushalten. Ich gehe blockend weg. Jetzt renne ich weg. Zumindest für ein paar Sekunden. Wartet, 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 wartet. Oh mein Gott, er ist. Oh. Lauf, 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 lauf. Komm, 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 nein, nein. So, zack, acht, rein. Es zieht sich aber halt auch wie ein Kaugummi, dieses Schwert, ne? Jesus. Jesus. Und nun ist weg die Quest. Ja, wir sind durch. Spiel ist fertig. Können wir angehen. Wie ist denn das jetzt? Wir hatten da noch nicht, ne? Spielekunst 35 und das kostet 50, genau, okay. Oder braucht 50. 100 Stärke, 150, 200. Wir werden es nicht reinbekommen, aber wir werden es ein bisschen reinbekommen. Gehen wir mal kurz zum Inok. Machen wir das einfach noch. Silden. Aber war doch dann demnach eine erfolgreiche Jagd, oder? Hm? An der Stelle. Wirklich, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt dann irgendwie Sinn macht, Armbrust zu lernen. Ob die dann auch einfach keinen Damage macht. In Magie gehen wir ja eh nicht rein. Wie gesagt, das hier hätte ich Bock. Wo ist das andere jetzt nochmal hin? Wo ist das andere, was ich Bock hatte, hin? Das hier. Ja, genau. Das würde ich noch gerne machen. Das sieht... Schwertkämpfer 3. Ach so, ja, alles klar. Und wo ist dann der Profit von dem große Waffen? Gibt's nicht. Ja, oh, okay. So viel zum Baum. Herr Guest, das war eine Kreatur Belias. Sowas hier halt auch ganz geil, ne? Resistenz gegen, also Giftresistenz. Ich weiß nicht, ob wir jemals Kälte und Hitze noch ertragen werden. Dieses Gameplay, wie gesagt, keine Ahnung, wie weit sich jetzt die Map hier wirklich erstreckt. Nordmar scheint dicht zu sein. Wir waren ja schon in Fading, da geht's nicht weiter. Was kostet denn der Spaß jetzt hier? Interessant. Schwere Armbrust, 5. Dann nochmal 10 und dann den Meister mit 15, also 30 insgesamt. Ja komm, wir machen es jetzt einfach mal, oder? Zeige mir den Umgang mit der schweren Armbrust. Gut so. Also. Perfekt. Danke, jetzt weiß ich Bescheid. Ich will die schwere Armbrust effektiver nutzen. Gut. Keine Lernpunkte. Mir fehlt es an der nötigen Erfahrung. Joa, 2 Level. Was können wir jetzt tragen? Geht da schon was? Meister Armbrustschütz. Ja, 100 Geschossschaden. Hier haben wir 50. Die braucht deutlich länger. Und kann keine Feuerpfeile verschießen. Nice Trade an der Stelle. Das hier wäre es halt gewesen. 180er Geschossschaden, ne? Einfach und effektiv. Eine schwere Armbrust. Wie viel Geld haben wir? 1800. Magere Nummer aktuell. Ich finde natürlich aber trotzdem, dass die Armbrust jetzt halt einfach optisch besser auf den Rücken passt als dieser Pieksbogen. Nächste Folge. Ich denke, wir müssen irgendwie Richtung... Oder wollen wir das jetzt noch machen? Keine Ahnung. Vielleicht irgendwie kurz die Quest abgeben, also als Abrundung. Ich meine, irgendwo müssen wir ja hin, ne? Mit wem haben wir das jetzt bequatscht? Mit Milton, ne? Der meint doch, wir sollen dann ein Biest jagen gehen. Wieso schauen die eigentlich aus, als hätten wir die gerade bei irgendwas erwischt?
So, wir kommen, auf einmal laufen alle weg von irgendeinem Fleck, ne? Irgendwann ist das auch vorbei. Was, wenn das so einfach wäre? Hab ich was verpasst? Hab ich was verpasst? Außer dich? Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Ja, Freunde, bevor wir jetzt hier ewig noch suchen, ne? Ich würde sagen, war eine geile Jagd einfach, ne? Wir kümmern uns um was auch immer jetzt hier abgeht, einfach nächste Folge. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Ein uraltes, untotes Biest ist gelegt worden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut.